Das Schlimmste war eigentlich, dass ich fast eine tickende Zeitbombe war. Ich war extremst gereizt, sehr streitsüchtig. Die Familie hat also fürchterlich unter meinen, ich sage jetzt mal, Wutausbrüchen gelitten. Es kommt noch schlimmer. Die Helmbrechtzerin schwitzt, wie sie sagt, aus allen Poren. Von jetzt auf dann, binnen Sekunden, ist sie klitschnass. Dazu weitere Symptome. Die Haut ist schlecht. Ich bin appetitlos, ich bin antriebslos. Dann bin ich auf der gleichen Seite wieder hyperaktiv, möchte alles gleichzeitig machen. Also es sind so viele Sachen, die in meinem Leben durcheinander gekommen sind. Ich gehe jetzt lieber mal nachgucken lassen. Sprich, sie geht zum Frauenarzt. Monate hat sie das aufgeschoben, wollte mit keinem über die Probleme sprechen. Einfach, weil sie es nicht akzeptiert hat, nicht wahrhaben wollte, dass sie die Wechseljahre schon einholen. Doch die Hormone spielen verrückt, der Körper verändert sich. Und diese Veränderungen sind ja alle hormonell bedingt. Und diese Hormonumstellung, die dann eben nicht nur im Zyklus sich bemerkbar macht, sondern auch an der Seele und am ganzen Körper, das sind Veränderungen, die man einfach überfallartig bekommt und die kann man nicht vorhersagen teilweise. Genau da liegt auch das Problem, die Unberechenbarkeit. Die Frauen sind schon mit sich teilweise überfordert, dann kommt noch der Alltag hinzu, Job, Familie, auch da braucht es Verständnis. Man verändert sich im Wesen ein Stück weit und es ist schwierig für den Gegenüber dann zu akzeptieren, wie die Veränderungen vonstatten gehen und man erleichtert auch dem Partner damit das gemeinsame Miteinander, wenn man offen darüber redet und sagt, du, das ist jetzt so, wie es ist und wir müssen jetzt einfach durch die Zeit durch, sei bitte nachsichtig mit mir. Apropos Familie, auch die ist Thema in der Sprechstunde mit Dr. Matthias Bresch. Die Vorfahren können nämlich Hinweise geben, die für Eintritt, Dauer und Intensität der Menopause hilfreich sein können. Besonders die weibliche Linie, Mutter, Großmutter, Tante, Schwester, spielen die entscheidende Rolle. Denn diese weibliche Linie, das ist jetzt keine Vererbung, aber es fällt auf, dass es gehäuft vorkommt, dass diese weibliche Linie entschieden hat, wie alt eine Frau ist mit der ersten Periode und mit der letzten Periode. Also wenn eine Mutter Probleme mit den Wechseljahren hatte, ist eher zu erwarten, dass eine Frau als Tochter auch ein bisschen diese Probleme bekommen wird. Birgit Benedikt hat fast 10 Jahre gekämpft. Sie hat ihre Beschwerden im Griff. Sie sagt, die Zeit war intensiv, aber sie nimmt auch Positives mit. Ich habe meine Leidenschaft zu Gemüse und leckeren Speisen entdeckt. Die hatte ich vorher nicht. Ich mache viel mehr Sport als vorher. Auch das war vorher nicht der Fall. Ich suche für mich persönlich Ausgleich. Yoga, Qigong, Tai Chi. Solche Entspannungsübungen, die helfen mir viel über die Klippen weg und geben mir auch eine gewisse Lebensqualität zurück.